Das sind Simon und Marc. Sie lernen für die nächste Physikarbeit. Dazu gehört auch Einsteins spezielle Relativitätstheorie. Und Jungs, wie geht es voran? Weißt du, Marc, ich habe mich schon immer gefragt, warum alle theoretischen Physiker gleich aussehen. Was meinst du? Da stellt sich doch jeder meistens Einstein, Newton oder Schrödinger vor. Fallen dir jetzt die Gemeinsamkeiten auf? Stimmt schon, aber es muss ja nicht jeder dasselbe Bild von einem theoretischen Physiker haben. Wie wäre es, wenn wir rausgehen und die Leute fragen, wie sie sich einen theoretischen Physiker vorstellen? Das ist gar keine schlechte Idee. Ein Teilchenphysiker würde ich mir so vorstellen wie Harald Lesch. Also der ist sehr gut, der macht ja diese Sendung im Dreisat, ne? Und erklärt das auch immer toll. Also so stelle ich mir so einen Atomphysiker oder Teilchenphysiker vor. Ein schlanker Mann, graue Haare und Brille, mittelgroß. Naja, der schon so ein bisschen in anderen Sphären lebt, würde ich sagen. Okay. Ein bisschen mit Bart von mir aus auch. Oder auf jeden Fall irgendjemand, der ein bisschen in geistigen Sphären lebt. Also ich kenne einen, aber der ist wie alle anderen auch. Mal halt, er sollte gechillt sein. Also natürlich denke ich an den Herrn im Rollstuhl, diesen Hawkins. Dann denke ich an meinen ehemaligen Physiklehrer. Ich glaube, die sind sehr genau, manche vielleicht schon fast pedantisch. Ich stelle mir den eher ein bisschen älter vor. Vielleicht im Äußerlichen ein bisschen nachlässig, aber in der Arbeit sehr genau. Dieser Stereotyp scheint doch ziemlich fest verankert zu sein. Scheint so. Nur woher kommt das? Nun gibt es dieses typische Bild eines theoretischen Physikers. Männlich, verstruppelte Haare und so weiter. Haben Sie eine Vorstellung, welcher das kommen könnte? Ich denke, viele Menschen wissen nicht, was die theoretischen Physiker überhaupt machen. Deswegen klammern sie sich an Bilder, die sie kennen, wie zum Beispiel Einstein. Der Stereotyp beschreibt außerdem immer einen Mann. Frauen würden sich nicht für Physik interessieren und tatsächlich gibt es nur wenige Physikerinnen. Wie erklären Sie sich dieses Desinteresse? Ja, das ist eine Frage, über die ich auch oft nachdenke und ich finde es relativ schwierig zu erklären. Also ich habe natürlich so meine Überlegungen. Ich könnte mir vorstellen, dass man anders sozialisiert wird. Also wenn ich mir anschaue, was Mädchen für Geschenke bekommen zu Weihnachten, sind es eben oft Puppen. Und die werden jetzt auch nicht aktiv ermutigt, um sich vielleicht mit Fischertechnik auseinanderzusetzen. Wir lernen schon sehr viel über Physik in der Schule, aber trotzdem kann ich mir jetzt den typischen Alltag eines theoretischen Physikers nicht wirklich vorstellen. Und daher denke ich einfach, dass es vielleicht besser wäre, wenn die Kommunikation zwischen Schülern und Wissenschaftlern verbessert werden würde. Die Dinge, die uns beigebracht werden, werden immer abstrakter. Ich fände es zum Beispiel gut, wenn wir einen größeren Bezug zum Alltag hätten. Hey Simon, was ist los? Weißt du was, Marc? Frauen sollten sich mehr in der Physik trauen. Die Dinge sind ja meistens doch nicht so, wie sie scheinen. Okay. Komm auf, wir müssen in den Unterricht.